Würdest du sagen, dass es so etwas gibt wie eine deutsche Kunstseele? Wow, große Direkt, direkt am Anfang. Frage. Zur Zeit der Renaissance war bei uns sicherlich nicht so viel los wie in Italien. Und es gibt, sagen wir mal, die Romantik ist dann vielleicht sehr stark in Deutschland erstanden. Geben sich ja immer, sagen wir mal, so die unterschiedlichen Länder die Staffel in die Hand. Und wir sehen natürlich auch immer nur unsere eigene Perspektive. Schriftsteller zu werden. Eigentlich meine ganze Kindheit hindurch habe ich sehr viel gelesen und mich sehr viel mit Literatur beschäftigt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist einfach nicht mehr die Kunst unserer Zeit. Ich war da ambivalent bei der Szene, weil ich nicht wusste, Worauf es wohin führt hinausläuft. mich das? Und das war ja dann automatisch auch das Ende, weil nachdem ich den Film über 3 Stunden gesehen habe, dachte ich so, jetzt kann ich nochmals eine halbe Stunde gucken. Und das war dann ein schönes Ende. Aber wie kamst du auf diese Szene und was bedeutet sie dir? Es gibt hier den Satz von Beuys, den ich auch einer Figur bei uns im Film in den Mund lege: Jeder Mensch ist ein Künstler. Und dafür habe ich möglichst viele Belege auch in der Geschichte gesucht, dass wir irgendwie, sagen wir mal, Kunst überall erleben können, wenn wir dafür offen sind. Ja, und die Tante von unserer Hauptfigur, die Tante von Kurt, die Tante Elisabeth, die ist halt jemand, die es versteht, sich überall extremen Kunstgenuss zu holen. Und für sie kann schon, ich weiß nicht, sage mal, ein Hupen von mehreren Bussen gleichzeitig irgendwie ein marktdurchfahrendes Kunsterlebnis sein, weil sie sich richtig darauf einstellen kann. Du gehst jetzt in das Untersuchungszimmer und nachher in den OP. Und du wirst dort kooperieren. Sonst lassen wir dich festschnallen und es wird alles schwieriger und schmerzhafter. Bitte, Herr Seemann, bitte. Herr Professor, bitte. Ja, also ihr seht, ein sehr fröhlicher Film. Ja, ich meine, das Erste, was mir so auffällt dabei, gut, wenn ich es jetzt sehe, ist, was man vielleicht von hinten aufwickelt, das, was als Letztes dazugekommen ist, die Musik von Max Richter. Also das ist wirklich, das ist ja übrigens auch ein großer YouTube-Star. Also wenn ihr mal drauf geht, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es einen anderen klassischen Komponisten gibt, gegenwärtigen, der so viele YouTube-Hits hat. Schaut euch mal seine Musikstücke, zum Beispiel November, an. Das habe ich über YouTube gefunden und ihn deshalb für den Film angeschrieben. November und On the Nature of Daylight sind zwei Filme zu On the Nature of Daylight hat er vor kurzem ein Musikvideo gemacht mit Carrie Ann Moss, dem Mädchen aus The Handmaid's Tale. Das ist einfach so stark, dieses Motiv, was er da entwickelt hat. Wo man sozusagen einfach spürt, dieses Unweigerliche, dieser Mechanismus, der da losgetreten wird und der diese Frau zerstören wird. Also mich berührt die Musik von Max Richter jedes Mal. Schon als ich das erste Mal November gehört hatte, wusste ich, das hat einfach sehr viel mit unserem Film zu tun. Sieh nicht weg. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was wahr ist, ist schön. Eine wichtige Sache, die ich vielleicht gelernt habe, war, dass ich mich auf Probeaufnahmen nicht zu sehr verlassen darf, weil ich zum Beispiel bei Tom Schilling
in ganz, ganz vielen Castings, in vielen Probeaufnahmen nicht zu dem Ergebnis kam, was ich wusste, dass ich für den Film brauche. Und ich habe ihn immer wieder reinbestellt und wir haben immer weiter gearbeitet. Und er wusste auch, dass ich irgendwie nicht das sehe, was ich brauche. Und dann hat er mir irgendwie beim ich weiß nicht, was es war, vielleicht das 10. Casting oder was, hat er mir dann und es wieder gemacht. Ich kam wieder nicht sozusagen ganz ran. Und dann überreichte er mir einen Brief, den er schon vorher geschrieben hatte. Ich dachte, das ist ja seltsam. Ich ging nach Hause und dachte so, okay, was hat er mir jetzt da geschrieben? Macht den auf. Und dann stand da drin, eine wahnsinnig gut geschriebene, der Tom Schilling ist ein sehr kluger und intelligenter und Mann, der auch sehr gut schreiben kann, stand da drin, dass er weiß, dass ich jetzt irgendwie noch nicht das gesehen habe, was ich sehen will, dass das aber in einer Casting-Situation niemals herzustellen sein wird. Und dann hatte ich ein Casting mit einer ersten Schauspielerin, habe sie ein paar Mal die erste Szene gemacht, ein paar Mal die zweite, die war schon sehr gut. Dann kam die zweite Schauspielerin, das war Saskia Rosendahl. Das war im Studio von meiner Casting-Agentin Simone Bär. Und sie begann diese Klavierszene zu spielen und das war so wahnsinnig beeindruckend und ging mir so unter die Haut. Das ist einfach, ich war gar nicht mehr Regisseur, ich war plötzlich nur noch Zuschauer. Und er hat mir sehr, sehr gut erklärt, warum ich ab dem ersten Drehtag oder ab dem Moment, wo ich mich vollkommen für ihn entschieden habe, genau das sehen werde, was ich sehen muss. Und es war so gut erklärt und so gut beschrieben, dass ich gesagt habe, okay, also das ist nicht gelogen, was ich hier lese. Ich gebe ihm jetzt die Rolle, obwohl ich es beim Casting nicht gesehen habe. Und tatsächlich war es so, ab dem allerersten Drehtag, ab den ersten Proben sogar, wo er die Rolle fest hatte, war alles da, was ich brauchte. Gut, also ich wollte ihm echt gleich die Rolle geben. Ja, und dann habe ich gedacht, na gut, okay, so geht das nicht. Ich habe ja noch 2 Tage an Schauspielern, die ich mir dann noch anschauen muss. Und dann habe ich gedacht, außerdem, vielleicht war das jetzt ein Zufallstreffer. Ja? Und dann habe ich mich an was erinnert, was unsere Professoren immer gesagt hatten. Wenn du sehen willst, ob du mit einem Schauspieler arbeiten kannst, dann lass ihn die Szene, egal wie gut du es fandst, nochmal machen, irgendwie ein bisschen anders, um zu sehen, ob er mit Regieanweisungen umgehen kann. Dann habe ich gesagt, gut, Saskia, könntest du vielleicht genau die gleiche Sache nochmal machen und ein bisschen höher geschraubt, ein bisschen verrückter. Ja? Und dann hat sie gesagt, ja, und hat mir das genau die gleiche Szene nochmal gespielt und ein bisschen höher geschraubt, ein bisschen verrückter. Und genau das, was ich wollte. Und plötzlich war mir klar, okay, ich kann das einfach alles. Tante Elisabeth, du blutest. War noch viel improvisiert am Set? Also improvisieren mache ich eigentlich gar nicht, weil ich habe es, außer jetzt vielleicht in einer ganz bestimmten Form von Komödie, noch nicht erlebt, dass das wirklich gelingt. Ja. Also man kann natürlich, sagen wir, plausible Szenen kann man schon improvisiert hinbekommen. Aber mir geht es schon sehr um genaue Wortwahl, um den Effekt jeder kleinen Nuance und das kann einfach, also in meiner Art von Film, nicht so entstehen, wenn man das nicht ganz genau vorbereitet. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch irgendwas im Drehbuch verändert haben. Werk ohne Autor ist teilweise auch eine Liebeserklärung an die Kunst und an den Film. Mhm. Welche sind denn für dich die wichtigsten Filme, die du im Hinterkopf hast und vielleicht entweder hier auch in irgendeiner Form zu sehen sind? Also ich versuche schon, einen Film vollkommen aus sich heraus zu gestalten und dabei jetzt nicht so sehr an andere Filme zu denken. Aber wenn ich ihn jetzt so objektiv sehe, dann, ja, ich weiß nicht, sag mal, würde mir vielleicht eine gewisse Verwandtschaft zu Filmen wie Schindlers Liste oder vielleicht auch von der Liebesgeschichte und so her Titanic oder so einfallen, vielleicht ein bisschen Der Pate oder so, ja, also Dr. Chivago, das sind so Filme, die ich vielleicht ein bisschen, da gibt es einen Film, das stand vor kurzem in einer Kritik in Amerika, also in einer sehr positiven Kritik, glücklicherweise, irgendwie an die so 50er Jahre Filme von Douglas Sirk erinnerten,
und sagten, da ist irgendwie eine gewisse Verwandtschaft, das kann ich schon auch ein bisschen sehen. Ja, sowas wie Imitation of Life, ich glaube auf Deutsch heißt es, solange es Menschen gibt. Also es gibt schon so, oder der talentierte Mr. Ripley ist immer ein Film, der für mich ein wichtiger Orientierungspunkt ist. Also ich sehe schon, sagen wir mal, dass ich mich da vielleicht in einer gewissen Tradition befinde, aber wenn ich einen Film angehe, dann versuche ich, das einfach als ein Universum für sich zu betrachten und jetzt nicht an andere Filme zu denken. Ich finde, wenn eine Sache sich wirklich durch den ganzen Film zieht oder eine Sache, auf die ich sehr stark geachtet habe oder achten musste, war einfach, wie unglaublich gut das Licht gesetzt ist in dem ganzen Film. Weil also gerade für einen deutschen Film, wo Lichtgebung und Farbgebung manchmal nicht ganz stimmig ist, ist es in dem Film wirklich on point die ganze Zeit. Und da frage ich mich zum Beispiel, so sitzt du an solchen Sachen genauso lange wie dann an der eigentlichen Szene oder sitzt du viel, viel länger an der Szene? Also ich hatte hier jetzt wirklich das Glück, mit einem der größten lichtsetzenden Kameraleute, der, ja, ich würde fast sagen, also das klingt übertrieben, aber es ist es nicht, der Filmgeschichte zusammenzuarbeiten. Das war Caleb Deschanel. Mein erstes großes Kinoerlebnis, wo mir klar wurde, dass Kamera und Lichtsetzung Kunst sein können, war Der schwarze Hengst im Jahre, ich glaube, es war 79. Ich bin aus dem Jahr 73, also da war ich 6 Jahre alt und habe den in einem Freilichtkino gesehen. Und das ist eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der einen Schiffsbruch überlebt, sein Vater und das ganze Schiff, alle kommen um. Er wird von einem wilden schwarzen Hengst, der er an Bord auch schon gesehen hat, einem Araberhengst, wird er auf eine Insel gerettet. Und jetzt geht der Film eigentlich darum, wie er diesen wilden Hengst zähmt und der zu seinem Freund wird. Ein Film, den man heute nie mehr machen könnte. Ein vollkommener Kinderkunstfilm, aber war damals ein Riesenerfolg. Und es war Caleb Deschanels erster Film als Kameramann. Als ganz junger Mann hat er den gemacht. Und die Bilder sind einfach überwältigend. Und ich wusste, nur der wird mir diese Bilder machen können. Im Film geht es ja um Bilder. Es geht um einen großen Maler. Und da müssen die Gemälde einfach auch schon auf der Leinwand sichtbar sein, als Filmbilder sozusagen. Also es muss eigentlich jede Aufnahme so sein wie ein Bild. Und deshalb habe ich ihn sehr früh kontaktiert und ihm gesagt, schau mal, das ist der Film, den ich jetzt schreiben will. Ich weiß, sie muss man Jahre vorher buchen. Und bei den meisten sagen sie trotzdem ab, würde ihnen das zusagen, ja? Hätten sie Lust dazu machen. Er hat sich das ganz, ganz genau angehört. Ich habe ihm 5 Stunden lang den Film gepitcht, mit jeder einzelnen Szene. Und dann hat er gesagt, okay, wissen Sie, das ist genau das, was mich interessiert, wie man irgendwie die Verletzungen des eigenen Lebens verwendet, um daraus Kunst zu machen. Ja? Und ich bin dabei. Du erinnerst mich an jemanden. Würdest du mich gerne malen? Es ist viel zu leicht, dich zu leben. Hier ist ein Mieter für eins der Zimmer. Komm doch mal. Dieser Kurt gefällt mir nicht. Sehe ich genauso. Ein Spaziergang durch den Park, damit ich meine Fehleinschätzung korrigieren kann. Nee. Achso, ach, da endet's. Verstehe. Ich denke mal, warte mal, was? Wieso bleibt der Film stehen? Ja, auch da natürlich ist immer so, man geht es immer rückwärts an. Natürlich, das letzte, was wir gemacht haben, das letzte wichtige kreative Element war die Musik. Und ich war so beeindruckt wieder von Max Richter, wie er so einen ganz, ganz zarten Marimba-Ton dort gefunden hat, um irgendwie so nicht gleich zu stark auf die Liebestube zu drücken, aber gleichzeitig so das Potenzial in diesem so leicht synkopischen Rhythmus irgendwie zu zeigen, ah, okay, irgendwann vielleicht werden sich da, kann das zu einer Liebe wachsen. So, ja, das hat er wahnsinnig toll gemacht. Das ist wirklich, also mit diesem Komponist lohnt es, sich zu beschäftigen. Im Augenblick explodiert es ja wirklich nach einem Superheldfilm, nach dem anderen Superheldenfilm. Wäre das auch ein Genre für dich? Ach, ja. Mein Gott, ich meine, ich schaue mir sehr viele Superheldenfilme an, weil ich jeden Samstag mit meinen Kindern ins Kino gehe und die dürfen den Film auswählen am Samstag und das sind immer nur Superheldenfilme oder Star Wars oder Pixar und deshalb habe ich die eigentlich alle gesehen.
Und da gibt es schon manchmal ganz tolle Filme. Ich meine, der letzte Thor-Film zum Beispiel ist wirklich ein so schöner Film. Da muss man erstmal einen Kunstfilm finden, der da mithalten kann. Ja, oder auch der letzte Spider-Man-Film, den fand ich wirklich großartig und witzig und schön und ganz große schauspielerische Leistung. Also es wäre jetzt nicht das Erste, was mir jetzt direkt einfallen würde, aber könnte ich es jetzt definitiv ausschließen. Ich meine, nach Ang Lee, der nun wirklich ein ernsthafter Regisseur ist, hatte einmal so eine Reihe von Erfolgen hintereinander mit dem Eissturm, mit dem dann mit Crouching Tiger, Hidden Dragon, und dann haben sie ihn gefragt, gut, was willst du jetzt machen? Egal was, sozusagen, du kannst es genauso machen, wie du willst. Und dann hat er gesagt, ich will unbedingt The Hulk machen. Ja. Und hatte da also auch alle Freiheiten. Und weiß nicht, hätte ich jetzt auch bei ihm nicht als Entscheidung erwartet. Also sagen wir mal, bisher habe ich die Superheldenfilme, die mir angeboten wurden, nicht angenommen, weil es nicht das war, was mich am meisten interessiert. Aber vielleicht haben mich irgendwann meine Kinder so weich geklopft, dass ich sie doch annehme. Es gibt so eine Jungsche, von C.G. Jungsche Theorie zum Schauspieler. Er sagt sozusagen, man hat eigentlich, jeder Mensch hat in seiner Seele alles. Jede menschliche Eigenschaft, sozusagen wie eine gigantische, fast unendliche Mauer, wo alles draufgeschrieben steht. Jede Eigenschaft, jede Tugend, jedes Laster. Und das, was wir unsere Persönlichkeit nennen, ist eigentlich nur ein Fleck auf dieser Mauer, der zufällig beleuchtet ist von unserem inneren Scheinwerfer. Und dieser Scheinwerfer steht ziemlich fest. Ja, und dann sehen wir also, was da steht. Ah ja, gut, so bin ich ein bisschen so, ach ja, ein bisschen so. Und sagen wir mal, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und so. Dann kann vielleicht im Laufe des Lebens verändert sich die Position so ein bisschen, ja, und man verändert sich etwas und manchmal geschieht vielleicht irgendein besonders schlimmer Schock und verschiebt den Scheinwerfer so ein bisschen, ja, aber man bleibt mehr oder weniger, wer man ist. Und Jung sagt eben, der Schauspieler ist der Mensch, der mit einem ganz bestimmten Talent geboren ist, nämlich diesen Scheinwerfer bewegen zu können und andere Seiten anderer Teile dieser Mauer zu beleuchten. Und wir als Zuschauer spüren, wenn wir das auf der Leinwand sehen, oh, das stimmt ja alles irgendwie. Wir wissen zum Beispiel, oh, das ist authentisch, was der da macht, obwohl wir selber das ja gar nicht beurteilen können eigentlich, weil wir es halt auch in uns tragen. Jetzt bist du also seit 2 Stunden mein Schwiegersohn. Auf die Ehe, Leute. Ich bin schwanger. Das ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden. Ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen. Es geht ja hier um zwei junge Menschen, die von allen Seiten bekriegt werden. Der Schwiegervater, der Vater von Paula Bär, Sebastian Koch, hat das Gefühl, dass Tom Schilling völlig unwürdig ist, seine Tochter irgendwie zu haben, mit ihr eine Beziehung einzugehen, und setzt jetzt seine ganze Macht daran, diesen Schwiegersohn in spe zu zerstören, diese Liebe zu zerstören. Und gleichzeitig wollte ich eben zeigen, dass bei diesen ganzen Anfeindungen und bei den ganzen Versuchen von den Nazis, von den Kommunisten, von allen die Kunst zu instrumentalisieren, die Leute zu verbrauchen, bei den ganzen Missverständnissen, die junge Leute ständig erleben müssen, dass es einen Bereich gibt, in dem sie sich völlig verletzlich zeigen können, sich einander ganz hingeben können, ganz sie selbst sein können, und das ist die Liebe. Und das musste halt auch durch die entsprechenden Liebesszenen gewissermaßen symbolisch dargestellt werden. Und ich wusste, ich brauche diese Liebesszenen. Hast du da spezielle Übungen mit ihnen gemacht? Weil das gleiche Problem hatte ich jetzt auch bei meinem Bachelorfilm, dass die beiden Darsteller eben da noch kaum Erfahrung hatten. Ja. Die eine tatsächlich ungeküsst war vor dem Casting und ja, an einem Tag 5 verschiedene Frauen küssen musste. Ja. Ja. Und dann habe ich über eine Intimitätsübung gelesen, wo beide die Augen schließen, sich gegenübersetzen, die Knie berühren und dann das Gesicht der anderen Person abtasten und dabei sagen, was sie spüren, was sich gut anfühlt und so weiter. Und der Raum ist leicht abgedunkelt, wir haben dann noch so eine Meditationsmusik angemacht. Und nach diesen 15 Minuten haben die beiden die Augen wieder aufgemacht und die Luft hat geknistert. Es war so viel Super. Intimität in diesen Blicken. Und
Das hat mir so, also ich hoffe, dass es jetzt am Set auch so ist, aber ich glaube, das hat sehr viel gebracht. Und hast du auch so eine Übung mit den beiden gemacht? Also ich hatte, Frau habe ich dann auch noch ausgetauscht, weil sozusagen hab ich mir erstmal gesucht aus einer Agentur, zwei junge Performer. Das waren gar nicht jetzt Schauspieler. Der eine war ein angehender Regisseur und die Frau war eine Performance-Künstlerin, also richtig eine bildende Künstlerin. Und ich habe sozusagen bei einer Komparsenagentur sozusagen hatte ich nachgefragt, wer sagen wir mal, hat ungefähr ein Gespür für Kunst und ein gutes Körpergefühl und keine Angst vor Nacktheit. Die kennen ja meistens ihre Leute sehr gut. Und dann habe ich dann zwei sehr gute junge Performer gefunden und habe mit denen innerhalb einer Woche in einem Hotelzimmer, wer weiß, was die Leute da im Hotel Savoy gedacht haben, was ich da anstelle. Aber ich habe dann einen Regieassistenten vor die Tür gesetzt und habe gesagt, schau, dass wirklich kein Zimmermädchen oder irgendwas da reinkommt. Ja? Und habe mit denen die gesamte Choreografie erarbeitet und habe dann über ein paar Tage mit meinem Kameramann, einfach mit einer kleinen Videokamera wie deiner jetzt, ja, habe ich das dann schon auch entsprechend in Bilder aufgelöst. Insofern hatten wir die gesamte Choreografie der Liebesszenen schon bis ins kleinste Detail ausgearbeitet mit diesen sehr guten Künstlern, die keine wirklichen Schauspieler waren, ja, aber das sehr innerlich angegangen sind und Leute, die überhaupt keine Angst hatten vor Nacktheit, vor Berührung, vor all dem. Und dann habe ich diese Szenen den Schauspielern vorgeführt und habe gesagt, schaut mal, ihr seht, das sind jetzt keine Schauspieler, ja, also achtet jetzt nicht auf das Schauspiel, darum geht es nicht, aber diesen erotischen Handlungsablauf stelle ich mir vor. Vielleicht ganz kurz, ich weiß als Regisseur und weil man ja so lange drinsteckt, ist es immer schwierig, aber es gibt Menschen, die gehen auch nur einmal ins Kino im Jahr. Warum sollte man sich unbedingt Werk ohne Autor ansehen? Wenn ich hoffe, dass der Film einem alles bietet, was einem nur das Kino bieten kann. Ich glaube, es ist eine Geschichte, wo Menschen jetzt viele Anknüpfungspunkte zu ihrem eigenen Leben haben werden. Also die Leute, die irgendwie die direkte Nachkriegszeit erlebt haben und vielleicht die 60er Jahre, die werden das natürlich besonders intensiv erleben. Die, die sie nicht erlebt haben, die werden dadurch ein Gespür dafür bekommen, wie es zu der Zeit war. Ich glaube, dass es ein Film ist, der einem ja hoffentlich Mut darauf macht, an dem Leid, was wir alle im Leben erfahren, nicht zu zerbrechen, sondern daran zu wachsen. Und ich würde mich freuen, wenn ich, sagen wir mal, diesen Gedanken und diese Hoffnung an viele Zuschauer weiterreichen kann. Wie viele in seiner Generation verabschiedet er sich vom biografischen Ansatz in der Kunst und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor.